Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute, ihr seht schon in einer ungewohnten Umgebung, heute steht nämlich das FIFA Quiz 2.0 an. Heute natürlich wieder der Gast Julius. Ja, heute wie beim letzten Mal 15 Fragen, diese stellt uns wie immer der Janis hinter der Kamera, stellt euch auch mal gerne vor. Moin. Ja, der Janis, wie gesagt, unten verlinkt auch, macht Karrierevideos, macht meine Thumbnails immer, grüße ihn raus an der Stelle. Leute, falls es euch gefällt, Daumen nach oben, wie beim letzten Mal 2000 Likes, kam sehr, sehr gut an, würde mich extrem freuen. Aber nicht vergessen, 70% habe ich es noch nicht getan, bei Jungs natürlich, bei Jungs wahrscheinlich. Bei Jungs natürlich auch sehr gerne vorbeischaut und natürlich Empoji, Leute, Link dazu in der Video schreiben, maximal 5 Spanien, 5% ist die neuen Summer Editions rausgekommen. Perfekt für den Sommer. Damit können wir loslegen. Erste Frage, let's go. Mit Bestrafen übrigens. Mit Bestrafen übrigens. Das heißt, schönen Rückenklatscher von einer Erhebung vom Poolrand. Also nicht vom Poolrand, sondern hier so eine Erhebung. Im Klatscher. Beton, zack, dass wir uns gegenseitig komplett den Rücken aufschlitzen. Perfekt, damit war es jetzt an der Stelle. Erste Frage, wir schreiben. Bevor wir mit der ersten Frage starten, es gibt 15 Fragen, drei Kategorien. Erstmal FIFA-Fragen, dann Real-Life-Fußball-Fragen und dann noch Fragen zu Wappen und Trikots. Ich würde sagen, wir starten rein mit der ersten Frage, eine FIFA-Frage. Wie viele Werte über 90 hat der neue Thiago Award-Winner auf seiner Karte? Also, wann ist der denn rausgekommen? Den habe ich nicht mal gesehen. Wann ist der rausgekommen? Nach dem Champions-League-Finale. Auf der Karte, ne? Nicht In-Game-Stats oder so, sondern das ist über 80. Über 90. Humor. 3, 2, 1, let's go. Ja, richtig sind 3, das heißt hier. Boah, das war an der Stelle wieder komplett. Wirklich. Oh Mann, ey. Die nächste Frage. Wie viele Werte über 90 hat denn der neue De Jong Award Winner auf seiner Karte? Über 90. Über 90 auch. Von Sevilla. Der Stürmer von Sevilla. FC Sevilla. Okay, über 90, ja. Über 90, ja. Da habe ich keine Ahnung, bin ich ehrlich. Ich habe keine Ahnung. 3, 2, 1. Richtiges 4. Also Julius. Der hat tatsächlich mehr als Thiago. Als ob der Typ mehr 90 plus wäre als Thiago. Hat Schuss, Passen, Füßes und Dribbling oder so. Wie gesagt, ich habe die Karte nicht mal gesehen. Läuft wie geschnitten, rot, ja, das nächste. Welche Prime Moments Icon ist aktuell die beliebteste auf Footwin? Was? Woher soll man das wissen? Zählt nur die richtige, ne? Also näher dran gibt's ja noch. Näher dran gibt's nicht, ja. Okay, perfekt. 3, 2, 1. Beide falsch. Es wäre Thierry Henry gewesen. Ja, wie soll man da draufkommen? Wie viele Spiele wurden insgesamt mit Cristiano Ronaldo Team of the Year gemacht? Auch laut Footwin, ja. Also da liege ich wieder so dermaßen gleich verkehrt, das wird der Wahnsinn. Das wird so ekelhaft. Aber safe so 1000, oder? Das tut einfach weh. Insgesamt, Max, für alle Spieler. Alle Spieler. Das hat wahrscheinlich 1000 mit dem gemacht, du Riegel. Okay. Oh Mann, das wird so peinlich. Das wird so peinlich. Warte mal, ich will nicht. Ich will. Boah, ihr habt beide 1,2 Millionen. Was? Nein. Es wären ungefähr 1,1. Was? Also beide. Anders knapp. Oha. Beide Punkt. Das bitte gemacht. 3-1, ne? Punkt 3-1. Beide 1. Beide Punkt, genau. Das macht ja keinen Unterschied. 3-1, genau. 3-1, let's go. Humor. Wie viel kostet die Chelsea-Version von Timo Werner auf der PlayStation 4? Janis. Lass mal kurz Footbin öffnen. Das ist ein 86er Rate. Ja, 86. Wie viel kostet 86er? 10k? Ich sag mal mehr, okay? Okay. 3, 2, 1. Die Tobis 18. Und 47.500 Münzen. Nee. Ja, es ist sinnlos, wirklich. Also, komplett los. 1. Komplett los. 1. Oh Mann, 4-1. Oh. Real-Life-Fußballfrage. Ja, okay, das könnte jetzt. Wie viele Tore hat Robert Lewandowski in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 47 Spielen erzielt? Das habe ich gestern noch gelesen. Dann bin ich ja mal gespannt. Nee, dann müsstet ihr das beide richtig haben. Also entweder das oder eins mehr, glaube ich. 1, 2, 1. Ah, 55 sind richtig. Also nicht. 5 zu 1.
Oh Mann, ich war nicht already. Oh, das gibt einen blutigen Rücken. So, die nächste Frage. Wie viele Scorer hat De Bruyne in dieser Saison wettbewerbsübergreifenden 48 Spielen gesammelt? Das habe ich auch irgendwo gelesen. Das habe ich auch irgendwo gelesen. 3, 2, 1. Das ist ein Punkt für Max. Es sind 39. 2 zu 5. Oh, Digga. So nicht, Minjung. Wie hoch war Lionel Messis höchster Marktwert in seiner Karriere? Laut Transfermarkt.de, sagen wir dazu noch. Ey, da liege ich auch wieder so verkehrt. Das wird so peinlich jetzt. Ja, 180 wären es gewesen. Wie warst du? 135. 190. So, jetzt kommt eine maximale Frage. Ja, sehr gerne. Für wie viel Millionen Euro wechselt Victor Osimhen zum SSC Neapel? Laut Transfermarkt auch hier wieder. Da gab es verschiedene Summen. So plus minus 5 habe ich safe. Wer näher dran ist, ne? So viel hat der maximal für 1. Ja, es wären 76. Es wären 70. Und Julius hat halt 60 und du hast 81 und dadurch hat er jetzt 70. Er hat safe mehr gekostet. 70. Laut Transfermarkt.de 70. Letzte Frage. Real-life-bezogen, fußballbezogen nochmal zu einem Transfer. Zu welchem Verein wechselt Mauro Icardi in diesem Sommer? Der spielt auch noch bei PSG. Weißt du das? Ja. Perfekt. Jetzt habe ich so, nein, das ist doch glasklar. Glasklar, 3, 2, 1. Das ist bei beiden richtig. Ah, der war nur ausgeliehen. Richtig. Ja. Gut. Ach, perfekt. Reihe. Habt ihr Bock auf die erste Zeichenfrage? Natürlich Max muss jetzt alle richtig haben. Ich gebe jetzt alles, um das zu gewinnen. Zeichnet mir mal bitte das Wappen von Juventus Turin. Ohne Schriftzug, einfach nur das Wappen. Oh, jetzt habe ich gerade erst mitbekommen, wie verkehrt das Wappen ist. Gut, dann haltet mir die mal rein. Ja, das von Julius ist richtig deins, Max. Zeig mal deins. Er hat halt einfach dieses alte. Von Orange J. Welche drei Farben beinhaltet das neue Heimtrikot vom FC Liverpool? Wird ein safer Call, wird ein safer Punkt, wird ein safer Punkt. Okay, dann haltet beide gerne mal rein. Ja, das bei Julius lasse ich so durchgehen, das stimmt. Aber Max Grün nicht. Grün. Ich habe mir aufgeschrieben, Türkis-Blau hätte ich durchgehen lassen. Die haben doch an den Ärmeln was Grün. Ja, Türkis. Das ist von diesem, von deren Logo. Das, ich hätte jetzt gesagt Türkis-Blau, also, aber Grün. Also ich habe wirklich gedacht, das wär grün gewesen. Ja, die Farbe ist halt komisch so. Sollen wir grün durchgehen lassen? Ja, kannst du machen. Bringt Max, glaube ich, eh nicht so mehr. So grün, Türkis. Ja, das also ist ich halt wirklich gedacht, dass eher, also in, mein, das in meinen Augen ist es eher, wenn dann eher blau als grün. Ja, ich habe eh verloren. Halt, einmal gibt es jetzt noch was zum Zeichnen und dann zwei Fragen. Also dürft ihr jetzt gerne das Wappen des BVB zeichnen. Ja, das ist ja... Komm, Digga. Also es war schon ein Kreis, oder? Richtig Mühe für den Extra-Punkt. Bin ich gespannt. Bereit? 2, 1. Oh, Jungs. Also die sehen, die sind beide gut. Sogar mit dem 0-9, jo. Also, ja, das sogar mit dem 0-9. Ja. Stark. Ja, Max, also für die Ehre jetzt, ja? Okay. Welche zwei Farben hat das neue Heimtrikot vom 1. FC Köln? Heimtrikot. Komischer. Also entweder das ist jetzt eine geisteskranke Fangfrage oder ich liege mal wieder komplett daneben. Beide richtig rot-weiß. Ja, natürlich rot und weiß. Safer Punkt. Jetzt. Letzte Frage entscheidet. Letzte. Wie viele Farben beinhaltet das Wappen von Newcastle United? Und wenn du mir die genau aufzählen kannst, Max, dann gewinnst du. Erstmal googeln, du kleiner. Jetzt mal 3, 2, 1. Ja. Bei Max fehlt eine Farbe, bei dir auch. Also du hast 5 geschrieben, Max ja auch 5.
Aber bei Max, bei dir fehlt eine Farbe. Welche? Echt? Weiß. Lol. Oh mein Gott. Weiß, als Max. Als ob du die alle hast. Er hat schwarz, grau, blau, gelb und rot, ne? Ja. Ja, und weiß. Oh Max, Gott, weiß. Die Trikots sind schwarz, weiß. Das ist ewig geworden. Aber trotzdem, das wäre echt so stark gewesen, wenn du das gewossen nicht gewusst schlecht, hättest. Nicht schlecht. Mann. Dann würde ich sagen, schöner Rückenklatscher, ich hab Bock drauf, sehen wir uns unten wieder. Let's go. Also falls ich nicht aufkomme, mach ich einfach nochmal anstecken. Oh mein Gott! Das hat geisteskrank wehgetan. Leute, falls euch gefallen hat, wirklich für diesen Rückenklatscher, ich hab kaum Luft bekommen, ich mein's ernst. Alles meine Fans. Daumen nach oben, abonnieren, bei den Jungs hier vorbeigucken und alle unten irgendwo vor allem du auf guter Seite gewesen. Bis zum nächsten Video rein und ciao! Humor, es tut geisteskrank weh.